Mut allein hilft nicht. Er braucht eine Richtung. Er bedarf einer Technik. Dann wird es Zukunftsmut. Und der hat vier Motoren. Erstens die Zuversicht. Das ist die Überzeugung, dass es viele Wege zum Ziel gibt und dass wir die auch finden können. Zweitens Selbstwirksamkeit. Zukunftsmutige Menschen, die glauben daran, dass sie die richtigen Fähigkeiten haben, dieser neuen Wege auch zu gehen. Drittens, Widerstandskraft. Mancher neue Weg ist ein Holzweg. Das zuzugeben, sich zu schütteln und dann den nächsten Weg zu wählen, das prägt Zukunftsmut. Und schließlich brauchen wir alle einen Grundglauben, dass wir der Grund für unsere Erfolge sind und nicht der Zufall oder glückliche Umstände. Wir nennen das realistischen Optimismus. Und Menschen, die alle vier Dimensionen haben, Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Widerstandskraft und realistischen Optimismus, die lernen schneller mehr, sind offener für das Neue und haben mehr Wohlbefinden und gesteigertes Innovationsverhalten. Kurz, sie haben mehr psychologisches Kapital. Und wie wir unser eigenes Kapital gewinnbringend einsetzen, das zeigt dieser Impuls.